Hallihallo, Hallöchen, da bin ich mal wieder, die Logopädin. Ich freue mich, dass du da bist. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Videotherapie beschäftigen. Aus aktuellem Anlass ist es uns ja momentan nicht immer möglich, unsere Patienten hier in der Praxis zu begrüßen. Deshalb müssen wir ein bisschen ausweichen. Und dafür gibt es folgende Möglichkeiten. Du kannst mit deinem Laptop, so er denn das kann, weil er eine Kamera und ein eingebautes Mikrofon hat, könntest du über Skype oder Zoom dich mit deinen Patienten zu einer bestimmten Zeit verabreden. Und dann via Kamera deine Therapie machen. Wie das aussehen kann, zeige ich dir jetzt. Guck mal, wer da ist. Huh, Josh! Wie geht's dir? Was machst du die ganze Zeit? Ich sehe dich. Oh, mir ist total langweilig, weil du kommst ja nicht mehr. Ich muss den ganzen Tag mich langweilen. Wollen wir mal spielen? Ja. Okay. So, also ihr zwei spielt wieder das Fütterspiel. Das haben wir letztes Mal schon gemacht, stimmt's? Weißt du es auch noch, Josh? Nein. Nein? Die Charlotte, der zeige ich ein Bild und die Charlotte sagt, was da drauf ist. Und wenn die es richtig gesagt hat, heute muss ich es machen, dann kriegt die so ein Ding zum Essen. Ja, aber erst, wenn du es richtig gesagt hast. Okay, und wenn sie es falsch sagt, kriegt sie nix. Einverstanden? Ja. Ich zeig dir mal das Bild. Kannst du es sehen? Ja. Okay, Charlotte, was ist das? Das sind Ski. Hat sie es richtig gesagt? Was? Hat die Charlotte das richtig gesagt? Ski. Ja, dann kriegt sie auch was zum Essen. Ja, lecker. Okay, nächstes Bild. Siehst du's? Ja. Okay, Charlotte, jetzt du. Ja, das ist voll leicht. Das ist ein Sofa. Hat sie das richtig gesagt? Nein, Charlotte. Nicht? Nein, Mist. Gibt's auch nichts zum Essen, ne? Du nimmst jetzt mal das weiße Blatt mit der Schlange und der Eisenbahn, okay? Schieb mal das Hasenspiel auf die Seite. Wir nehmen jetzt mal nur das Blatt. Genau. Okay, und jetzt legst du das Blatt so, dass die Bahn von dir wegführt. Also du legst es nicht so, sondern so. Dreh's mal das Blatt. Genau. Und jetzt gehst du mit der Schlange und mit der Eisenbahn an den Start. Der Start ist unten bei dir. Das ist doch schon das Ziel. Da haben wir es doch schon. Super. Und je nachdem, was du gehört hast, darfst du rücken. Okay? Achtung. Und damit du nicht gucken kannst, halte ich mir den Mund zu. Achtung. Was hast du denn da gehört? Soll ich es nochmal machen? Nee, das war die Schlange. Guck nochmal zu mir. Okay. Jetzt darf die Schlange ein Feld fahren. Und jetzt spitzt du wieder die Ohren. Nee, das war schon wieder die Schlange. Okay, nächstes Geräusch. Das war die Eisenbahn. Sehr gut gemacht. Natürlich kann man das Ganze auch per Handy machen. Allerdings ist der Bildschirm da sehr klein. Aber auch das ist... Magst du mir mal ganz doll das vormachen? Mach mal. Ich höre gar nichts. Bisschen lauter. Ich sehe es nur. Oh, klasse. Und jetzt machst mal das... Und jetzt verstecken wir es mal. Sag's mir mal nach. Ich sag mal Oschi. Ah, super. Und Asa. Asa.
das machst du ja spitze. Und wie ist es mit E-Schad? Jetzt hat das Bild gehangen und ich habe es nicht gesehen. Sag's nochmal. E-Schad. Jetzt habe ich es gehört. Spitzenmäßig. Ja, da bist du ja schon bereit für echte Wörter, oder? Nächstes Bild. Schau mal, was ist das denn? Sag's mal laut, ich höre es nicht. Aha, Schokolade. Was ist da für ein Geräusch versteckt? Und welches ist es? Schlange oder Eisenbahn? Eisenbahngeräusch. Die nächste Schnecke darf zur Eisenbahn gefahren werden. Wichtig ist in dem Fall eine gute Vorbereitung. Du musst also schon genau wissen, was du in der Stunde machen willst. Ich habe mir jetzt am Anfang der Therapie von den Eltern immer den Spieleschrank zeigen lassen. Entweder sind die mit dem Laptop zum Spieleschrank gelaufen oder haben mir schnell ein Foto geschickt, damit ich gucken konnte, welche gemeinsamen Spiele wir haben. Das ist nämlich ziemlich lustig, wenn man gleichzeitig das gleiche Spiel spielt, ohne am gleichen Tisch zu sitzen. Damit kann man die Kinder ganz gut bei der Stange halten, finde ich. Ja, und natürlich, ich weiß nicht, wie du es machst, aber am Ende jeder Stunde notiere ich mir schon immer, was ich in der nächsten Stunde machen will und wie. Das ist wichtig. Gerade jetzt war ein bisschen Pause, bevor ich weitermachen konnte. Und es sind auch nicht alle Patienten in der Lage, diese Videotherapie zu machen oder es passt einfach auch nicht für jeden. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger zu wissen, wie wollte ich eigentlich weitermachen. Ja, und dann lege ich mir schon mal alles bereit, was ich sonst in der Stunde eher nicht mache, sondern spontan zum Schrank renne und mir was hole. Das mache ich jetzt alles im Vorfeld schon. Und entsprechend kann man dann die Therapie eigentlich relativ normal auch machen. Wichtig ist bei der Kindertherapie allerdings, dass die Eltern dabei sind. Denn wenn der Patient beschließt, er hat jetzt keinen Bock mehr und steht auf und geht weg, was willst du machen? Kannst du gar nichts machen, stehst du blöd da, ne? Ja, das läuft eigentlich ganz gut und macht ganz viel Spaß und ist eine gute Möglichkeit, jetzt aus der Ferne weiter an den Themen dran zu bleiben. Weißt du selber aus dem Alltag, es gibt manchmal Situationen, da ist es ganz gut, wenn das Kind eine Pause macht oder der Patient eine Pause macht. Und bei anderen Situationen ist es nicht so gut. Das war's für heute erstmal. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit, viel Spaß an der Arbeit und bleib gesund.